Hallihallo, Hallöchen, da sind wir wieder mit Kingdom Come Deliverance. Ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Und ich bin mir nicht 100% sicher, wo ich aufgehört habe. Auf jeden Fall weiß ich, ich habe Hunger, ich will schlafen und ich bin verliebt. Und dadurch, dass ich erstmal schlafen gehen muss, schwingt meine Kamera hin und her. Zwiebeln. Oh, wir hatten noch ganz andere Sachen. Birne wäre... Sattheit 3. Ja. Dann essen wir erstmal alle Birnen und dann gucken wir mal der... Rätsel, die können wir noch essen. Was haben wir hier? Das hat halt 6. Da müssen wir dann schon ein bisschen mehr aufpassen. Und 101. Nicht aufgepasst. Oh, cool, da ist Wasser. Seit wann ist da Wasser drin? Und seit wann regnet es in dieses Wasser? Ah, whatever. Wir sind Satz. Wir wollen schlafen. Komfort 50% plus minus. Ist wurscht. Oh, ich kann nicht länger schlafen. Okay. Naja, wie auch immer. Ja, meine Energie ist auf 91. Das reicht fürs Erste. Auf jeden Fall. Ja, und irgendwas ist mit Unschuld. War das doch. Schnell mal gucken. Fertigkeiten. Oh, Reiten. Schick. Ah, verdammt. Ich glaube, ich werde langsam krank. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Ja. Verflucht. Ich muss mir mal die Nase putzen. Sorry. So, bin ich wieder. Ja, das Einzige, was ich noch wirklich aufrüsten muss, ist Lesen und Trinkfestigkeit. Und Alchemie. So, wir waren auf Buffs am gucken, ne? Reines Gewissen. 5% mehr Erfahrung, wunderbar. Wunderbar. Dann lass uns doch mal gucken, was wir für Jobs haben. Wir hätten, finde den diebischen Köhler. Wir hätten am Waldrand suchen. Ach, hatte ich da nicht. Neue DLC-Quest. Ich meine, ich bin im Kloster, dann könnte ich auch gerade... Könnte ich auch gerade hier hin. Dann lass uns gerade mal...
Ah. Ja, warum nicht? Klingt doch nach einem Plan, die Mission jetzt mal zu erfüllen. Die Frage ist halt mit dem Lager finden. Ich meine, es irgendwo hätte wär was abgestürzt und ich habe nicht gespeichert das letzte Mal, deswegen hatte ich aufgehört. Ja. Hoffen wir mal, dass ich dran denke, zwischendurch zu speichern und dann ist alles gut. Eine Sekunde. Ah, ja. Okay, die Mission liegt in der Kneipe irgendwo. Gott, oh Gott, wird das langsam laut hier. Bist du? Nein. Ach, der Scharlatan. Stimmt, ich hätte sie stehlen müssen, damit sie noch Glück bringen. Oh, ich bin ein Ticken überladen, alles klar. Ich bin eh in Sasau. Zum Herrn Hans müsste ich. Oder zum Müller. Oder den diebischen Köhler finden. Der diebische Köhler wäre natürlich auch. Ja gut, ich könnte mit dem Herrn Hans mal ein bisschen weitermachen. Ja, dann ist er halt ein Dieb. Das ist mir jetzt langsam. Ich krieg eh nur Ärger, wenn ich ihn laufen lasse oder wenn ich ihn. Ja, wenn ich ihn dann festnehme. Ist auch doof, also. Grundsätzlich alles ein bisschen beknackt. Von daher. Oh, war das nicht die eine Mühle hier? Ja, können wir fallen lassen. Schlüssel zur Scheune. Aber ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Ah, whatever. Stimmt, das mit dem Kommandanten haben wir schon geklärt, ne? Okay. Dann haben wir ihn jetzt auch geklärt. Man hat einen Dolch, Groschen. Junge, Junge, dieses Wetter ist natürlich echt ziemlich heftig. Nicht alles, dass einer davon der Müller war.
Ich dachte, ich hätte was gehört, aber. Naja. Moment. Was der Weg? Und der Weg hat schon wieder geteilt. So ein Mist aber auch. Warte, hier ist ein Zaun. Wieso ist hier ein Zaun? Ach, weil das eine Baumschule ist vielleicht? Ah, mein Hund ist noch hinterhergekommen. Da bist du ja. Hat mir die komische Figur nicht schon gefunden? Oh ja, doch. Muss natürlich erst auf. Nein, hatten wir nicht, hä? Ach, verflucht. Manchmal. Manchmal, da kann man nicht machen. Haha. Hatten wir hier nicht irgendwie diese komische Geisterlady? Mit dem Geist von dem Kerl, den sie betrogen hat. Oder irgendwas war da doch. Na. Schade, wieder keiner hier, der uns herausfordert. Naja. Man kann nicht immer das haben, was man will. Von daher. Komisch, dass es hier immer noch regnet. Ist ein bisschen ärgerlich. So viel Regen. Vor allem, dass das Zeug ist so laut jedes Mal wieder. Naja. Naja. Muss man mit leben. Oh, guck mal, diesmal kriegen wir es relativ weit angezeigt. Das ist schön. Hans war. Ach, der war eins oben drüber. Ach, ich muss die ganzen Wachen noch überfallen und denen die Rüstungen klauen. Darf sie aber nicht umbringen, weil. Naja.
Ist doch schief gegangen. Na. Hat komisch geschmeckt und jetzt fühlt es sich so an, als hätte ich was im Gesicht. Uah. Das bildest du dir nur ein, Herr. Aber ich fühle mich so, als hätte ich in Brennnesseln gebadet. Du bist nur rot im Gesicht vor Aufregung. Wenn du meinst. Alsbald. So sei. Ach, war das nicht dieses... Oh, Carolina. Eine Sekunde. Deliverance. Carolina. So. Hm, okay, so einfach geht's. Ach ja, irgendwann werde ich hier nochmal alle Wachen überfallen. Hm. Wird auf jeden Fall interessant werden. So, Carolina war ja die Tante, wo er die Verehrerin. Und da ich jetzt mein Cheat auf hab. Sag mal, Heinrich, wie viele Mädchen hattest du schon? Wenn du überhaupt eins hattest. Ein paar, aber mit dir kann ich gewiss nicht mithalten. Für wahr. Eines Tages wird man über meine Liebesabenteuer schreiben. Komödie. Hängt ganz davon ab, wie es heute läuft. Natürlich, hängt alles von heute ab. Irgendwann werde ich jede Wache hier einmal erwischt haben. Und keiner wird mehr Klamotten anhaben. Zumindest ist das der Plan. Dass dann wirklich, Wenn du überhaupt alles hattest. Aber mit dir kann ich gewiss nicht mitmachen. Fürwahr, eines Tages wird man über mein liebes Abend. Hängt ganz davon ab, wie es heute läuft. Ist gut. Lauf. Muss ich dich schieben oder was? In dem Haus hier wohnt übrigens auch eine sehr hübsche Maid. Aber sie hat schon einen Verehrer. Ob dich das nie gestört hat? Oh doch, seit mich der Kerl kopfüber in einen Misthaufen geworfen und dann ordentlich verprügelt hat. Beim Beschützen ihres Weibsvolks. Stimmt, ich hatte gerade dran gedacht, irgendwie, warum hat sich noch keiner über meine Fackel beschwert? Ist der schon wieder da? Mögen die mich nicht? Ah, kannst du dich mal bewegen, du dummes Stück. Gut, ich bleib die ganze Zeit bei dir. Gott, was eine Nervensäge, ey. Will keinen Schritt gehen, ohne dass ich den Body checke? Wir sind fast da. Du versteckst dich hinter einem Grabstein im Gebüsch und rührst dich nicht vom Fleck. Du bist nicht verschreckt. Okay. Verstecken. Okay.
Man muss es noch tatsächlich manuell machen. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon sehn ich ihr Gesicht. Allein ihr Wort heilt meine Brust. Wer weckt nun mir die Lebenslust? Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon seh ich ihr Gewicht. Allein ihr Wort reift an der Brust. Wer steckt in ihr mit Lebenslust? Nein! Mein Herz vergeht in Sorg und Pein, schwillt an, ob bitterer Sehnsucht mein. Denn ließ ich meine Liebe ziehen, wollt's nicht und musste doch entfliehen. Mein Herz versteht nur Schnaps und Wein. Hatte ich den nicht schon? Bei bitterer Trunksucht mein. Denn ließ ich meine Liebe ziehen, wollt ich's, denn sie konnt nur schielen. Psst, was zum Teufel redest du da? Was hat da gezischt? Das war eine wilde Gans hier im Gebüsch. Gott, lass mein Haar nicht zwecklos sein. Bring mir doch meine Liebe heim. O Gnadenvoller, ich will nur sie. Eine andere lieben möchte ich nie. Gott, lass mein Harren zwecklos sein. Bring mir nicht meine Liebe heim. O Gnadenvoller, ich will sie nicht. Eine andere lieben möchte ich. Herr Gott, Heinrich, was für einen Unsinn gibst du da von dir? Ich? Du stammelst hier doch herum. Du bist komisch. Eine solch eigentümliche Poesie ist mir neu. Wo um alles in der Welt hast du das her? Gilt das doch als schick? Jetzt trittst du auch noch nach. Halt die Klappe und überlass das mir. Wie fandest du es, Liebste? Du bist so empfindsam. Mein Vater kommt, versteck dich. So. Okay. Die Lösung dafür habe ich hier stehen. Was hat das mit dir zu tun, Bauer? Viel, weil das echt. Ich habe dich glatt für ein Land. Genug mit diesem Unfug. Du hast. Hey. Das war was? Das Geräusch. Hier auf dem Friedhof? Könnte schwören, dass... Und was hat das mit mir? Jemand stellt meiner Tochter. Du irrst dich. Ich halte mich bloß nicht. Geht es dir gut? Meinst du, ich... Das muss nicht... Hab auch... Hört mal zu. Dumm oder nicht? Guter Mann. Im rüstigen Alten. Aber wo ist der... Was zum Teufel soll das werden? Ja, Sam, scutni hori, scutni hori, kodel. Gott, hör mit dem Gekrächten.
Kakala. Jesu, Jesu, Maria, volala, volala. Jesu, Jesu, Maria, Jesu, Jemine. Bode Lituch Lapetz, Nebu, Ne. Bode Lituch Lapetz, Nebu, Ne. Was zum Teufel? Gehen wir, Männer. Der ist nicht ganz richtig im Kopf. Bei Ruhestörung sind die Wachen nicht zimperlich. Tauch noch einmal hier auf. Wingman! Auszeichnung Wingman. Das ist doch mal nice. Begib dich am Morgen zu Herr Hans. Ah, da war was. Da war etwas. Die Jungs. So, was ich jetzt machen könnte, wäre... Hier ist natürlich niemand. Nein. Ich lebe in Sünde und habe mich dran gewöhnt. Passt schon. So, da wir erst am Morgen wieder zu ihm kommen können, haben wir die Nacht über Zeit, ein bisschen Unfug zu treiben. Sowas wie... So. Geheimtür Schloss Rattei. Das ist natürlich cool. Oh, verbesserte Jagdpfeile. Und warum? Ich nehme noch die Räucherwurst. Sein Knüppel darf er behalten. Ich bin überladen. Okay, Rüstung, nicht meine. Nahrung. Okay. Wir haben einen Apfel, Brezel waren 6, ne? Oh ja, guck mal, Hunde. Das passt wunderbar. Habe ich auch noch ein bisschen Gewicht verloren. Öffnen, muss ich gar nicht mehr aufschließen. Cool, da ist gar keine Wache. Sehr interessant. Wo sind die ganzen Patrouillen hin? Normalerweise laufen hier doch andauernd Patrouillen lang. Ja, das Problem ist da, ja, da hinten sind jetzt 3 Stück auf einem Haufen, aber das bringt mir ja nichts. Ich bräuchte einzeln welche. Bürger. Es ist hoffentlich in der Kirche keiner, der da gleich rauskommt. Dann erkenne ich die wenigstens, wenn ich den andauernd die Oberteile klaue. Ja, das könnte schon ein bisschen schwieriger werden, wenn ich hier jetzt versuchen würde, die Stück für Stück rauszunehmen. Könnte durchaus schwierig werden. Ich meine, da oben sind 3 Leute, da habe ich keine Chance. Normalerweise müssten hier welche sein, aber naja, gut. Anscheinend dann doch nicht. Auch schön, er macht die Tür zu. Na, komm schon. Warum braucht er so lange, bis er...